Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal geht es um die Visualisierung. Jetzt muss ich hier nur ganz kurz noch was ausschalten. Heute wollen wir uns einfach mal anschauen, wie man visualisiert, mit was man visualisiert, mit was ich visualisiere. Weil die Frage immer und immer und immer wieder gestellt wird, sowohl in Facebook als auch in diverse Foren, mit was wird visualisiert, was kostet es, was kann es. Ich persönlich benutze, wie ihr hier jetzt schon mal sehen könnt, Capture von Capture Sweden. Und dafür schauen wir uns jetzt einfach mal ganz kurz die Website von Capture an. Und dann zeige ich euch einfach mal, was das Ganze so kostet und was es so kann. Und dann führe ich euch einfach mal so grob durch die Software durch, was alles ohne Probleme machbar ist, was ist nicht machbar, wo scheitert es. Genau. Als erstes, hier sieht es oben auf capture.se, kommt es auf die Website von Capture, da könnt ihr euch das Ganze erkaufen. Das Ganze gibt es auch bei deutschen Vertrieben. Da kriegt man dann so einen kleinen USB-Stick mit der Lizenz drauf. Es gibt mehrere Preismodelle, deswegen schauen wir jetzt hier einfach mal in den Webshop rein. Es gibt hier eine Solo Edition, sprich, die hat nur ein Universum, die kostet so 400 €. Dann gibt es eine Duett mit zwei Universen, die kostet dann schon 800 €. Es gibt eine Quartett mit vier Universen, die habe jetzt ich hier zum Beispiel auf den Rechner momentan als Lizenz laufen. Und es gibt eben die Symphonie mit, glaube ich, unendlich Universen. Auf jeden Fall bin ich noch nie ans Limit gekommen und wir haben hier nämlich in der Firma ein, zwei Lizenzen davon. Da geht es dann auch noch um Videoeingänge, aber das Ganze könnt ihr euch natürlich hier auf der Website genau anschauen. Capture erscheint jährlich eigentlich neu. Das heißt, man muss eigentlich jährlich, wenn man aktuell bleiben will und die neuen Features haben will, muss jährlich upgraden. Dafür gibt es hier verschiedene Upgrade-Modelle und das finde ich eigentlich relativ fair. Wenn man hier irgendwie die Symphonie irgendwie updatet, dann kostet das irgendwie 150 €. Man kann auch von einer kleineren Edition auf eine größere umsteigen. Das kostet dann ziemlich genau die Differenz halt hier dazwischen. Dann wollte ich euch noch hier schnell bei Showcases zeigen, wie gut eigentlich Capture ist. Ich finde das hier eigentlich ein ganz schönes Foto. Hier sieht man einmal eine Live-Aufnahme. Und hier ins Bild geschnitten dagegen die Capture-Visualisierung. Also das ist schon sehr nah an der Realität dran. Hier sieht man auch dann die verschiedenen Ansichten. Hier sieht man natürlich auch nochmal die zwei Ansichten, was die Firma so gemacht hat. Und genau das hierzu. Jetzt springen wir einfach mal wirklich direkt in die Software. Dann zeige ich euch einfach mal so ein bisschen die Basics, nachdem dass ich euch jetzt erzählt habe, was es kostet. Es gibt natürlich auch andere Lösungen wie MA 3D, was ja nicht so richtig unterstützt wird, nur über Hintertüren. Dann gibt es Magic Fizz, glaube ich, noch und diverse andere Programme. Da müsst ihr einfach schauen, was für euch am besten ist. Es gibt natürlich auch die Visivig und noch zwei, drei andere Sachen, die wo auch richtig gut Geld kosten. Aber ich bin irgendwie bei Capture hängen geblieben. Mir gefällt Capture. Capture funktioniert gut und ich habe daran Spaß. Sollte es Fragen geben, schreibt das mal in den Chat rein. Ich wollte das Ganze eigentlich als Video machen und jetzt haben wir doch jetzt meist einfach live. Weil falls doch irgendjemand zufällig sich verirrt, kann er einfach direkt Fragen stellen. Es gibt hier einfach mal die erste Eingabemaske. Also wie ihr hier seht, gibt es hier eine Drei-Seiten-Ansicht oben, vorne, rechts. Das Ganze kann ich natürlich drehen, wie ich es brauche, im 3D-Raum und kann einfach wieder zurückspringen. Das machen wir hier einfach mal. Den Namen Livestream. Standort ist bei mir Breit. Datum ist jetzt egal. Heute wäre der 2.2.2021. Kunde sind die Online-User. Ein Logo füge ich jetzt nicht an. Ein Autor mache ich mein Kürzel rein und das ist die Version 1.0 vom Plan. Was ich vorhabe. Wer gestern mit dabei war im Stream, hat es ja schon ein bisschen mitgekriegt. Ich habe gestern nochmal so ein bisschen auf der Lampi gebastelt. Das Ganze setze ich morgen auch wieder fort.
Morgen beschäftigen wir uns mit dem Fixture-Editor von der Lampy, weil da auch ganz häufig Fragen dazu kommen. Das Ganze mache ich auch das mal wieder live, weil es einfach ganz schön ist, mit euch ein bisschen kommunizieren zu können. Hallo Sascha, grüß dich. Ich hoffe, dein Pult ist gut angekommen. Wir fangen jetzt einfach ganz vorne an. Ich habe hier meine leeren Screens und jetzt schmeiße ich mir hier einfach mal eine Traverse rein. Es gibt hier Traversen von so ziemlich jeden Hersteller oder von ziemlich vielen Herstellern. Es fehlen ein, zwei Hersteller, die wo vielleicht dann mit einem von den nächsten Updates nachkommen. Ansonsten kann man sich natürlich die CAD-Files des Herstellers besorgen und kann die hier natürlich auch ganz simpel importieren. Aber so tief wollen wir gar nicht in die Materie gehen. Ich nehme jetzt einfach mal eine Global Truss. Hier gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten, um das zu sortieren, dass ich das hier ein bisschen kleiner kriege, die Liste. Dann scrollen wir hier mal runter. Da sieht man jetzt einfach, wie umfangreich das ist. Es gibt natürlich auch alles Mögliche an Sonderteilen. Ich nehme jetzt hier einfach mal eine F34 300, eine 4-Punkt-Traverse 3 Meter. Die ziehe ich mir hier rein. Hier sieht man jetzt auch die Wolke. Der Wolke ist der Nebel. Die kann ich jetzt auch rauslöschen und ich lasse jetzt einfach mal drinnen. Jetzt klicke ich hier wieder drauf. Hier gibt es ein Symbol zum Duplizieren. Das Ganze, wenn ich dahin fahre, hält das magnetisch quasi fest. Das ist jetzt also alles, was wir jetzt machen. Jeder, der sich tiefer mit Capture befasst hat, lacht jetzt wahrscheinlich. Aber ich will euch jetzt einfach mal so ein bisschen die Basics vermitteln, was alles geht und was nicht geht. Oh, Sascha, tut mir leid, dass dein Chimp erst am, dein Lampy erst am Donnerstag kommt. Aber kommt ja, ist ja noch die Woche zum Glück und Donnerstag ist ja schon bald. Genau, hier schreibt jetzt auch jemand in YouTube-Chat, man kann das Ganze, ich kann jetzt das hier bauen, dann kann ich das exportieren, dann kommt eine Excel-Datei oder eine DMG-Datei für Mac raus. Und das kann ich jetzt einfach euch, könnte ich euch schicken. Und ihr könnt es da drin, ohne dass ihr Capture installiert haben müsst oder eine Lizenz besitzt, könntet ihr da drinnen, könntet ihr mit der Datei einfach visualisieren. Euer Pull per Ordner dran und los geht's. Ihr könnt jetzt aber nichts verändern. Umbauen kann nur der, der eine Lizenz besitzt. Aber wenn ich jetzt einfach ein fertiges Design habe und will es an einen Lichttechniker schicken, weil irgendein Gastlichttechniker kommt, dann exportiere ich das, schicke es ihm zu und der kann da drin schon mal vorprogrammieren. Jetzt haben wir hier einfach mal 6 Meter oder 9 Meter Alu, weil wir ja 3 Meter Stücke genommen haben. Dann greife ich jetzt das Ganze einfach mal auf. Ich nehme hier die Scheinwerfer und benutze jetzt einfach mal, so wie ich es gestern schon gemacht habe, den ShowTag. Ich könnte jetzt direkt nach ShowTag, also ich kann jetzt nach ShowTag als Hersteller suchen, beziehungsweise den Phantom 140 suchen. Jetzt benutze ich hier einfach mal ShowTag, klicke hier auf ShowTag und hier sieht man eine riesige Auswahl an allen Geräten. Dazu muss man sagen, dass Capture Alter, die Alter Base Library benutzt, die wo auch die Chimp und die Lampy-Pulte benutzen. Daher ist fast alles, was in der Lampy da ist, oder eigentlich alles, ist auch im Capture da. Capture ist immer so ein Stück voraus, weil Capture wird öfters aktualisiert. Die Libraries, die werden eigentlich fast täglich kann man, oder ich glaube sogar täglich kann man die Library aktualisieren. Hier gestern haben wir den Phantom 140 benutzt. Auf der Lampy und jetzt da packe ich mir den jetzt einfach rein. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich schiebe mir den hin. Der greift auch wieder an die Traverse. Der hält sich hier fest. Dann könnte ich jetzt den klonen in die verschiedenen Richtungen und in der Stückzahl, wo ich ihn brauche. Oder ich kopiere mir einfach wieder so her. Je nach Belieben, ich kann mir auch mit gedrückter Shift-Taste einfach hier mehrere selektieren und mir die hier einfach wieder herschieben. So, jetzt habe ich das natürlich nicht sehr elegant aufgeteilt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, dann zwei sind nämlich, glaube ich, habe 8 Stück gestern in der Show verbaut. Jetzt nehmen wir hier einfach mal 8 Stück. Die habe ich jetzt hier drin. Dann können wir hier wieder auf Geräte gehen. Hier sehe ich jetzt, dass ich die Phantoms habe. Die haben jetzt keine Position, denn die könnte ich jetzt einfach so hier eine Position reinschreiben. Sie hängen zum Beispiel an meiner Backtruss.
Hier sieht man das Ganze jetzt nochmal von vorne. Ich bin jetzt hier quasi auf der Nulllinie. Jetzt hebe ich das Ganze einfach mal so ein bisschen in die Luft, dass das Ganze so ein bisschen schwebt. Dann zoomen wir hier ran. Hier sieht man auch das Gewicht. Das Ganze wiegt derzeit 14 Kilo. Es ist nicht gepatcht, wie man hier sieht. Und jetzt wollen wir das Ganze mal patchen. Hier sieht man jetzt, dass ich die Version mit 4 Universes benutze. Deswegen ABCD. Ich klicke jetzt aufs 1er, mache Bearbeiten, dann geht hier der Patch-Dialog auf. Hier habe ich die 512 Kanäle. Ich kann jetzt hier einfach meine Fixtures selektieren und die hier einfach per Drag and Drop draufziehen. Dann sagt er mir, oh, benötigte Kanäle brauche ich 112 Stück. Das Ganze patche ich jetzt einfach mal so durch und schon haben wir es gepatcht. Weil die Fragen bestimmt zur Artnet-Anbindung kommen werden. Ich stecke mein Pult einfach auf einen Router, auf einen Switch, der wo DHCP macht, stelle das Pult auf DHCP, lasse diesen Rechner auf DHCP und den Konsolenlink auf automatisch und dann sehe ich auch, dass sich die dann finden. Dann stehen nämlich hier die Artnet-Universen vom Pult drinnen. Also das ist echt Plug and Play. Ich arbeite hier jetzt auf dem Mac derzeit, aber ich habe es auf Windows und auf Mac natürlich schon benutzt. Und habe überhaupt keine Schwierigkeiten jemals damit gehabt, wenn beides DHCP läuft. Als nächstes, nachdem dass wir das jetzt so ein bisschen angeordnet haben, schmeiße ich mir jetzt hier einfach mal am Boden rein, weil Licht ohne Boden ist schlecht, weil da sieht man keine Gobos, wenn sie irgendwie auftreffen. Es gibt hier Objekte, hier gibt es auch schon so ein bisschen DJ, CD-Player und ein paar Bildschirme und verschiedene Formen. Genauso wie es hier Leute gibt, wo ich reinstellen kann. Aber das wollen wir alles nicht. Wir wollen jetzt einfach einen Boden. Ich nehme jetzt ganz simpel einfach eine Box. Die schmeiße ich mir hier hin. Zack. Gehe hier auf Eigenschaften. Mache meine Fläche einfach mal 20 Meter groß. Mache sie auch 20 Meter tief. Und mache sie 0,01 Meter hoch, sodass ich hier einfach einen Boden habe. Wie gesagt, wir machen jetzt hier echt absolute Basics und keine Tiefenregler. Es geht einfach nur darum, dass ihr jetzt hier einfach mal so ein bisschen Gefühl kriegt. Ihr könnt es, wenn ihr zusätzlich mit einem CAD-Programm arbeitet, wie SketchUp zum Beispiel, könnt ihr einfach auch Sachen aus SketchUp. Sachen in SketchUp zeichnen, ganze Bühnenbilder zeichnen und hier einfach rein importieren. Das ist überhaupt kein Problem. Dann möchte ich euch jetzt einfach mal ganz kurz die verschiedenen Ansichten zeigen, wo es alle gibt. Das geht los beim Drahtmodell, wo wir derzeit haben. Dann gibt es den Plot. Hier sieht man dann auch schon ein bisschen mehr. Je nachdem, was wir alles beschriftet haben, kann man sich da verschiedene Sachen anzeigen lassen. Man kann hier auch, wenn man weiß, welche Steckdose man benutzt, machen wir einfach mal Verteiler 3, A2, das könnte man sich hier jetzt einfach auch reinschreiben und das Ganze nachher auch mit ausdrucken. Hier sieht man, hier ist das Stromsymbol, das heißt, hier hinten ist der Anschluss des Moving Heads. Das müsst ihr echt einfach mal ausprobieren, weil das passt nicht bei alle Moving Heads so richtig geil. Bei manchen sind dann muss man um 90 Grad drehen, weil das einfach nicht passt. Da hilft es immer, wenn man sich einmal an Moving Head holt. Hier sieht man jetzt auch, dass ich hier reingeschrieben habe V3 A2. Das erscheint dann einfach. Als nächste Ansicht gibt es die Live-Ansicht. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, weil natürlich kein Licht an ist. Kein Licht heißt dunkel. Und dann gibt es die benutzerdefinierte Ansicht. So, jetzt muss ich hier nur wieder auf von oben kommen. So, das ist einfach auch wie eine 3D-Ansicht, aber man sieht keine Beams. Hier könnte man jetzt auch verschiedene Gruppen noch machen. Dass man die Traversen eine andere Farbe gibt, dass man sie einfach deutlicher erkennen kann. Das Ganze geht mit Ebenen.
Was ich euch noch zeigen wollte, ist das Menü Ansichten. Hier kann man verschiedene Ansichten nochmal durchschauen, auch die Rasterbreite von diesen Rechtecken hier einstellen und den Winkel verstellen. Jetzt haben wir hier nämlich 45 Grad Betrachtungswinkel. Das Ganze kann man auch höher setzen. Man kann den Weißabgleich einstellen, den Blumen und so weiter. Das ist einfach mal durchprobieren. Das ist eigentlich alles relativ selbsterklärend. Ich könnte jetzt, wenn ich hier in der Live-Ansicht bin, könnte man jetzt einfach Umgebungslicht anmachen. So, weil dass der Raum nicht so ganz so stockfinster ist, habe ich jetzt hier einfach mal ein bisschen Umgebungslicht angemacht. Jetzt wollen wir hier einfach mal ein bisschen hinscrollen. Des Weiteren, jetzt haben wir unsere Traverse, haben ein paar Moving Heads dranhängen. Ich habe jetzt kein Pult heute dran, weil es geht jetzt rein um Capture, aber ich kann jetzt auch schon ein bisschen was machen. Ich kann jetzt einfach meine Lampen hier selektieren und habe jetzt hier nämlich schon die Funktionen. Ich kann jetzt hier mal meine Dimmer anmachen. So, und ich kann hier mit der rechten Maustaste irgendwo hinklicken und das Ganze folgt mir. Natürlich kann ich das Ganze auch hier mit Pan-Tilt bewegen. Je nachdem, wie ich Spaß habe. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ich habe hier natürlich auch die Darstellung des Dreifachprismas, die Schärfe, habe die Gobos. Das sind jetzt rotierende Gobos. Die Gobo-Rotation kann ich meines Wissens nach nicht im Capture anschalten. Korrigiert mich bitte, wenn ich jetzt da einen Schmarrn erzähle, aber ich wüsste nicht, wie ich die Rotation vor die Gobos anmachen kann. Die Schärfe hier drinnen, das passt nie im echten Leben so. Also die Schärfe wirklich dann im Pult schön als Preset ablegen und dann einfach nachspeichern. Weil das ist total unrealistisch und ich glaube, ich habe hier noch nie einen Schärfewert getroffen, aber damit muss man einfach in der Visualisierung rechnen. Eine Visualisierung ist halt nie hundertprozentig. Dann kann man natürlich hier auch schön die Farben durchschalten. Hier ist, hätte ich jetzt spontan behauptet, ein kleiner Bug im Fixture-File, weil ich jetzt hier nur irgendwie Halbfarben habe, was ein bisschen merkwürdig ist. Aber das ist auch überhaupt kein Problem, weil ihr, glaube ich, wisst, um was es grundsätzlich geht. Jetzt habe ich natürlich genau ein Fixture erwischt, was so richtig schlecht ist. Aber ich würde sagen, 95% der Fixtures sind wirklich gut und funktionieren. Jetzt habe ich das Ganze hier, jetzt habe ich hier meine Moving Heads da reingebastelt, habe hier ein bisschen was gemacht. Dann will ich das Ganze ausdrucken natürlich auch. Dann gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann jetzt hier einen Equipment Report machen. So, jetzt, das Event heißt Livestream, das ist ein Equipment Report. Da sieht man jetzt, ich habe 8 Geräte im Einsatz. Die Optik ist 16,5 Grad, weil die natürlich eine Festbrennweite haben. Das Ganze wiegt 112 Kilo. Und ich habe eine Stromaufnahme von 1 kW 840 Watt. Bei 230 Volt. Meine Traverse ist mit drin im Gewicht, dann die wiegt 48 Kilo. Also weiß ich schon mal ziemlich genau, auf was ich mich einlasse. Ich kann mir da natürlich noch diverse andere Sachen mit reinschreiben, kann man das ändern, kann man dann Text dazu setzen. Verschiedene Filter gibt es hier noch. Aber da klickt es euch am besten einfach mal selber durch. Dann Anschlagpunkte-Report brauchen wir nicht, wir haben keine Anschlagpunkte gesetzt. Es gibt hier einen Geräte-Report. Das ist eigentlich auch ganz spannend. Hier sieht man jetzt einfach auch nochmal, was genau passiert. Jeder Phantom, wenn jetzt eine Nummer hat, könnte man das abgleichen. Hier sieht man jetzt auch den Anschluss. Das Ganze kann man ausdrucken und dann weiß auch jeder, wie das Ganze zu adressieren ist. Hier steht auch nochmal das Gewicht und so weiter drauf. Das ist der Geräte-Report. Dann gibt es noch einen Positionsreport. Wenn ich jetzt die Geräte mit Backtrust beschriftet hätte, könnte man sich ausdrucken, wo die Geräte hängen. Das ist gerade für größere Shows spannend. Funktioniert hier jetzt nicht. Hier ist natürlich jetzt einfach nichts drin, weil ich ja das Ganze nicht beschriftet habe.
Ich springe jetzt hier einfach nochmal raus und springe jetzt hier einfach nochmal in einen Moving Head rein. Hier sieht man auch nochmal ganz kurz, wenn ich jetzt auf die Eigenschaften hier gehe. Habt ihr ja gerade gesehen, hier Eigenschaften. Dann sieht man hier einfach an nochmal die Positionen. Wo ist der Scheinwerfer im Raum? Dann kann ich natürlich auch neigen. Hab natürlich verschiedene Rotationsmöglichkeiten. Hier kann ich auch nochmal einzeln reinschreiben, wenn ich da Infos hätte. Hier gibt es auch nochmal verschiedene Einstellungen zu den Moving Head mit Limitierung für die Pan- und Tiltwerte. Hier kann ich auch die Farben nochmal austauschen und könnte das jetzt auch anpassen, den Bug, wo wir vorher gesehen haben. Also es gibt hier extrem viele Einstellungen für die Geräte, die man einfach nochmal machen kann. Aber wir waren ja gerade bei die Reporte hängen. Die Reporte haben wir uns jetzt fertig angeschaut. Und jetzt zeige ich euch einfach mal die Plots. Hier mal jetzt mal ein neuer Plot, einen leeren Plot. Dann mache ich mir hier mal eine Ansicht einfügen. Die schiebe ich mir hier mal hin. So, dann sieht man jetzt hier unsere Moving Head Traverse in Maßstab 1 zu 145. Aber hier glaube ich, könnte man mal 1 zu 50 machen. Und mal schauen, ob wir das hier herkriegen. So. Das kann ich natürlich jetzt auch noch ein bisschen größer machen, brauche ich gar nicht, weil das passt hier drauf. Ich mache jetzt hier nochmal 1 zu 50, weil ich jetzt das ein bisschen rumgezogen habe. Den Maßstab würde ich mir einfach gerne anzeigen lassen. Dann sieht man jetzt hier unten den Maßstab drinnen. Ein Raster ist immer sehr hilfreich beim Aufbauen. Wir verwenden hier ein 1x1 Meter Raster, wie es hier aussteht. Es gibt jetzt die Möglichkeit, hier noch mehr dazu machen. Ich könnte jetzt hier noch ein Bild einfügen. Ich kann jetzt hier einfach noch eine andere Ansicht einfügen. Jetzt nehme ich mir hier noch eine Ansicht. Die machen wir hier jetzt einfach kleiner, weil sie vielleicht nicht so wichtig ist. Und setze mir das Ganze hier rein. Hier will ich jetzt keine orthografische Ansicht, sondern eine perspektivische Ansicht beispielsweise haben. So. Dann kann ich das natürlich auch frei im Raum drehen, wie ich es gerne hätte, wie es hilfreich ist. Wir können aber natürlich auch diverse andere von Standardansichten verwenden. Jetzt kriege ich das hier nicht gegriffen. Doch, hört ja. So, da ist jetzt der Maßstab einfach mal egal, weil es einfach nur um eine grobe Ansicht geht. Ich kann mal so viele Ansichten machen, wie ich will, je nach Blattgröße. Das Ding, wenn es einen Drucker hat, der irgendwie an Null drucken kann, kann man sich da natürlich auch schön viele Ansichten aufmachen. Ich kann hier einen Ebenenschlüssel machen, was sinnvoll ist, wenn man viele Ebenen verwendet. Wir verwenden hier alles in einer Ebene derzeit. Ich kann mal hier einen Symbolschlüssel machen, sodass jeder weiß, welches Symbol welcher Moving Head ist. Das ist natürlich wichtig, wenn man viele unterschiedliche Moving Heads verwendet. Dann kann ich hier ein Bild natürlich einfügen. Das ist jetzt das Logo von Capture. Ich kann mir ein Schriftfeld einfügen, das wohl natürlich wichtig ist. So, das kann ich hier unten her machen. Kann mir hier auf der Seite einfach noch ein paar Sachen reinschreiben. Hier steht dann auch drin der User, der Kunde und der Standort, der Projektname, das Datum und so weiter. Hier kann ich mir auch noch was reinschreiben. Hier wird unten drin stehen, wie die Datei heißt, wenn ich sie gespeichert hätte. Genau, das war jetzt einfach mal zu den Ansichten. Das Ganze kann ich mir als PDF exportieren bzw. direkt ausdrucken. Dann gehen wir doch nochmal zurück und schauen einfach mal, was ich euch noch zeigen wollte. Das sind die Medien. Ich kann in dieser Version, ich weiß es leider nicht, wie es in die kleinere Version ist. Ich glaube, da geht der Video-Input nicht, sondern nur der Video-Player. Aber bitte nagelt mich daran nicht fest. Ich könnte hier jetzt einfach eine virtuelle Kamera einfügen. Sprich, ich habe ein größeres Set gebaut, da wo ich LED-Wände drin habe. Die Software kann nämlich auch LED-Wände darstellen und ich will da Videos drauf zeigen. Und ich habe, weiß ich nicht, hier ein kleines Videopult stehen oder eine Live-Kamera und will das einfach mal schauen, wie das funktioniert. Dann kann ich das Live-Video hier auch schon mal einbinden und mir das in der Visualisierung anschauen. Genauso wie ich mir einen Videoplayer einbinden kann, um mir einfach mal ein Video auf einer LED-Wand anzuschauen.
Ich kann mir Snapshots machen. Ich kann mir einfach, ich kann mir eine Lichtstimmung hinstellen und kann mir das Ganze einfach speichern, sodass ich das jederzeit wieder abrufen kann. Wenn ich viele Lichtbilder habe, mache ich mir viele Snapshots, dass ich die nicht immer wieder nachstellen muss. Dann gibt es natürlich die Funktion, dass ich jetzt von verschiedenen Materialien, ich könnte hier jetzt irgendwie Holzbeläge oder weiß der Teufel was alles einfügen. Es gibt hier auch natürlich vordefinierte Materialien, die wo ich jetzt einfach einfügen kann. Die könnte ich jetzt einfach per Drag and Drop hier reinziehen und jetzt hätte zum Beispiel der Boden diese Farbe, dieses Gold. Ich kann mir dann natürlich auch selber das Ganze als Bilder eben reinladen. Das geht dann bei Design, Materialien, wenn mir die vordefinierten nicht reichen. Ui, Mahagoni kann man hier auch reinschmeißen. Also es gibt viel vordefiniertes. Was richtig gut ist bei den Jungs von Capture, wenn mal irgendein Fixture nicht drin ist, gibt es eine E-Mail-Adresse, Anleitung hinschicken und in der Regel 24 bis 48 Stunden später haben die einen das Fixture gebaut und es kommt dann einfach am Abend mit dem nächsten Library-Update nach. Also die sind da echt ziemlich fix. Ihr habt ihnen schon ein paar Mal manuell geschickt, weil ich ein Gerät nicht gefunden habe. Und die haben das wirklich sehr, sehr zügig gemacht. Es gibt hier noch die Funktion von Gerätegruppen und verschiedene Filter. Da wird es aber erst spannend, sobald man größere Shows hat. Ich glaube, das war alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich will das Video auf jeden Fall eigentlich unter 30 Minuten halten. Und wenn es noch Fragen gibt, habt ihr jetzt noch 2 Minuten, schreibt es mal in Chat noch schnell rein. Dann gehe ich gern drauf ein. Und wenn nicht, würde ich den Stream beenden. Ich mache morgen nochmal einen Stream. Wie eingangs, glaube ich, habe ich es ja schon gesagt. Da wollen wir uns einfach mal direkt auf der Lamp hier mit dem Fixture Editor befassen und einfach mal ein Fixture komplett anlegen, weil die Frage immer und immer wieder kommt, wie das funktioniert, wie aufwendig das ist. Ah, jetzt habe ich hier noch eine nette Funktion gefunden. Ich kann hier natürlich auch Entfernungen reinschmeißen. Kann mir hier einen Pfeil reinlegen und kann sagen, du bist 6 oder 9 Meter lang, kann man den dann an die Traverse hinschieben. Hoppala, Verzeihung. Kann man den natürlich an die Traverse hinschieben, dass man sieht, dass die 9 Meter lang ist und wird das Ganze jetzt dann auch sehen hier im Plot 9 Meter, so dass sich jeder auch was vorstellen kann. Man kann hier bei die Traversen kann man natürlich auch draufklicken, dann sieht man auch, wie lang sie sind. Und man kann hier einfach auch in Typ anzeigen lassen und die Abmessung anzeigen lassen. Dann ist jetzt in jeder Traverse, wo ich das anmache, wäre drinnen F34, F34, 300, 3 Meter. So dass es wirklich easygoing ist, nach solche Pläne aufzubauen. Der häufige Weg ist, dass man in der CAD-Software ganz viel zeichnet und plant und das Bühnenbild plant, das Ganze dann hier ins Capture importiert, hier die Scheinwerfer macht und einfach vorprogrammiert. So mag's ich relativ häufig. Es sind keine Fragen mehr da. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Stream. Vielleicht auch bis morgen, vielleicht kommt ja der eine oder andere Wetter. Wenn es noch Fragen zu Capture gibt, könnt ihr mal gern schreiben. Ich mache gern dazu nochmal irgendwie einen Stream. Wenn es wirklich Leute gibt, die wo Interesse haben an einem deutlich vertieften Stream, da wo wir einfach nochmal wirklich auf die Tiefen eingehen und uns mit Import aus anderer CAD-Software befassen, wie das funktioniert, dann schreibt das mal einfach, dann kann ich mich gern dazu nochmal hinreißen lassen und da einfach mal wirklich einen Stream für Fortgeschrittene zu machen. Es gibt hier auch Water-Chats, finde ich großartig, finde ich witzig. Ein Water-Chat, außenrum ein Zylinder mit einer transparenten Hülle, einen kleinen LED-Paar rein, da kann man echt witzige Sachen basteln. Ja, dann schönen Abend, bis demnächst.